Hallihallo, Hallöchen! Wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 Pro auf der Karte Hellerbach. Genau, heute soll es um die Gülletechnik gehen. Und zwar haben wir ja letztes Mal hier noch uns hier dieses schöne Gerät gekauft. Wir haben auch dazu Anbauteile. Wir haben natürlich hier dieses Güllefass und wollen gleich mal hier anfangen, die Wiesen, was wir das letzte Mal gemäht haben, noch ein bisschen Nährstoffe wieder zuführen. Mal gucken. Ungefähr so sieht das aus. Boah. Perfekt. Und ihr seht, wie schnell das hier eigentlich leer ist. Und dafür haben wir ja noch das Fass gekauft, damit wir da wirklich wieder auftanken können hier. Meine Güte, da komme ich nicht mehr bis rüber, oder? Nein. Wahnsinn. Aber was hier schön zu sehen ist, man sieht dann doch, also von der Vogelperspektive aus, wo da Gülle drauf geflogen ist und wo nicht. So, wir müssen mal das Fass holen und vielleicht erwischen wir gerade noch den Helfer hier. Der sagt nämlich auch, hey, ich bin fertig. Keine Ahnung, ob er wirklich fertig ist. Auf jeden Fall soll er hier noch den Mais noch düngen. Sieht aber auch so aus, ob das nicht ganz ausreicht hier, was er geladen hat. So, dann macht er da erstmal weiter, bis der Tank leer ist. Wir haben da schon aufgefüllt das letzte Mal. Und werden jetzt mit dem Fass nebens Feld fahren. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht probiert. Boah, ich glaube, meine Güte, ich weiß nicht, ob ich da rauskomme. Ist doch ein bisschen eng hier. Ist vielleicht auch ein bisschen groß, das Fass. Das kann natürlich durchaus sein. Wir fahren hier einmal rum und nehmen dann hier vorne die Ausfahrt. Ja, wendig ist es auf jeden Fall. Ja, nur mal. Ja, junge Frau. Sie sehen doch, damit ich hier beschäftigt bin. Okay, da sind wir schon mal rausgekommen. Jetzt noch zum Feld. Oder zur Wiese, besser gesagt. Da hat er aber zu tun, hier hochzukommen. Wollen wir hier. Wir drehen hier gerade um. Muss ich halt auch auf die Wiese fahren. So, schade, damit es da kein Schlauchsystem oder sowas gibt. Wäre ja auch gut, wenn es sich automatisch verbinden würde, würden wir ja auch nichts sagen. So, dann kann ich hier mit meinem Lintrack, Unitrack, warte mal, da müsste ich jetzt eigentlich hier anschmeißen.
Wenn sich das ein bisschen überlappt, macht es nichts. Da haut er schon ordentlich Zeug raus. Ja, jetzt muss er aber hier hoch. Schon wieder leer. Okay, das geht schnell. Ja, der macht das Zubringer fast da schon Sinn. Ansonsten kommen wir da nie fertig. Boah. Der ladet aber schnell. Müssen wir wirklich ein bisschen mit der Vogelperspektive arbeiten. Macht aber noch Spaß, auch wenn wir da öfters auftanken müssen. Aber wie gesagt, gut, macht jetzt hier bei dem Spiel ist es eigentlich egal, aber wir mit dem kleinen Gerät machen wir jetzt auch, sage ich mal, weniger Schaden, als wenn wir damit große Gülletechnik auf die Wiese drauf knallen und dort eigentlich alles kaputt fahren mit den schweren Geräten. Hier können wir wirklich mit kleinem Gerät effektiv arbeiten. Und die Allradlenkung hier macht ihn natürlich komplett wendig. Können da quasi auf 2 Metern wenden, fast, würde ich sagen. So. So, da haben wir aber schon ein paar Liter hier rausgehauen aus dem Fass. Müssen wir mal gucken. Boah,
Halb leer ist es jetzt schon. Wahnsinn. So, ich will dann nochmal nach hinten fahren, auch wenn wir da ein bisschen mehr raushauen, das ist nicht so schlimm. Hier im Spiel ist es ja meistens so, damit wir zu wenig Gülle haben, aber hier sieht es jetzt eigentlich gut aus. Und im echten Leben ist meistens, glaube ich, so, damit es eigentlich zu viel ist und sie gar nicht wissen, wohin damit. Habe ich nicht geguckt, wie viel noch drin ist. Also einmal müssen wir sie ja noch auffüllen. So, jetzt sollten wir alles haben. So, aber ohne Fass fährst du da eigentlich einen Wolf, muss ich sagen. Und das Fass daneben steht, ist schon super. Ja, muss es ja auch irgendwie rechtfertigen, damit ich so ein teures Fass gekauft habe. So, da müssen wir aber trotzdem das Fass holen. Das reicht sicher auch nicht. Der sagt, er ist fertig, aber da muss ich nachher mal gucken. So, wie viel haben wir noch drin? 5000 Liter, aber da fahre ich lieber nochmal zum Hof. Oder wir gehen gerade zu den Schweinen, werden da mal ein bisschen abpumpen. Da ist fast genauso viel drin. Also Gülle haben wir reichlich.
So, wahrscheinlich werde ich die Eier kaputt fahren hier. Okay, der Anhänger aber auch fast komplett super wendig, meine Güte. Eigentlich wollte ich ihn noch zurückschieben, aber geht auch so. Danke. So, also das macht auch wieder Spaß, muss ich sagen, Gülle kutschen, Gülle ballern, auch wenn wir bloß ein ganz kleines Ballergerät haben hier, aber, boah, der schiebt hier aber. So, wir lassen den laufen, schmeißen den hier an. Ich habe vergessen, die Lenkung umzustellen. Oh, jetzt ist wieder gut. Schon gewundert, der viel größere Wendekreis auf einmal. So, wenn wir noch einen Meter vorfahren könnten, wäre es perfekt. Biodünger, super. Auch, sieht auch schön aus, wenn wir das dahin klatschen, sage ich mal. Man sieht es wirklich, damit da was liegt. Zum Glück riechen wir es nicht. Noch nicht. Kommt vielleicht irgendwann. Es glänzt da richtig, wo der Scheinwerfer vom Trecker drauf leuchtet. Wie eine Pfütze.
So, ihr habt gar nicht geschaut, wie sieht das aus? 66% bloß gedüngt. Hätte ich noch warten sollen. Sieht man da überhaupt irgendwas? Wohl. Bisschen dunkler ist es, aber nicht extrem. Okay. So, der Mais steht jedenfalls hoch, der Rest sieht noch verdammt klein aus alles hier. So, ich fahre mal hier drauf. Kann das aber wahrscheinlich auch nicht verkaufen hier. Müssen natürlich die BGA vorher kaufen. Aber da wäre auf jeden Fall eine Tankstelle, habe ich das erwähnt. Da kann man Treibstoff beziehen. So, die Felder von meinen Kollegen, die sehen alle tipptopp aus und bei mir sieht es irgendwie aus, als ob es vergessen hat zu wachsen. So, ich muss natürlich noch den Kleinen hier mitnehmen. Das plätschert und macht da am Wasser. Jetzt muss ich mal schauen gehen. Da Fische drin. Können wir da angeln gehen? Ja.
Heute nicht, heute müssen wir Gülle fahren. Also wir fahren jetzt mal zum Hof. Ja, und nebenan die Wiese ist auch noch zu machen, aber das kann ich direkt aus dem Güllelager vom Kuhstall nehmen. Das ist ja gleich da. Das wäre kein Problem. So, da ist jetzt auch gut. Dann nochmal gucken. Muss gepflügt werden. Mal gucken, vielleicht machen wir da nächstes Jahr was anderes drauf als so eine Wiese. Müssen ja sowieso bei Seasons Fruchtfolge. Ganz wichtig. So, genau, jetzt ist die Wiese dran. Müssen wir gerade mal gucken. 33%, okay. Wenn wir dann gucken. Jawohl, 66. Also, es ist schon so, damit wir da das ganze Zeug wirklich düngen. Am besten nicht ins Wasser. Ups, zu spät. Okay, da essen wir und trinken wir nicht mehr draus. Essen keine Fische und trinken tun wir es auch nicht. So rum. Vorsicht am Straßenrand. So, perfekt. So, ich glaube, wir haben genug gesehen von Gülle ausbringen. Wir machen für heute hier erstmal Schluss und ich werde da noch weitermachen, damit das auch alles hier super wächst. Und jetzt wollte ich da die Kante noch machen. Damit hier wieder ordentlich Gras wächst und wir einen hohen Ertrag haben. Das nächste Mal weiß ich nicht, ob wir da nochmal Heu machen. Da draus, das wird wahrscheinlich schwierig. Oder ob wir davon, werden wir wahrscheinlich ins Silo fahren, Silage machen. Also, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.